Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal wieder zu einem Set von LNO aus der Gift Series mit der Lizenz von Star Wars. Und zwar haben wir hier einen süßen Darth Vader. Hier handelt es sich wieder um einen Alibaba Import. Unschwer zu erkennen an diesen chinesischen Schriftzeichen, die ich dieses Mal nicht mit einem Meme vorlesen lasse, glaubt mir. Oder doch? Ne, ich lasse es. Auf jeden Fall haben wir hier wieder 305 Teile. Es ist die Set Nummer 120. Es ist ab 14 plus geeignet. Hier haben wir wieder die Warnhinweise und alle verschiedensten Zeichen. Hier haben wir nochmal das Modell. Hier haben wir nochmal die Größe von den Steinen, die aber nicht stimmt, wie wir schon festgestellt haben. Weil diese Steingröße ist anders als bei den Original Diamond Blocks bzw. Micro Bricks. Aber hier haben wir die Größe, die übereinstimmt mit den Diamond Block bzw. Micro Bricks. Also haben sie wahrscheinlich einfach die falsche Größe drauf gedruckt. Wir kommen drüber weg. Dann, die Anleitung ist mit drin, hoffe ich auch, wäre auch komisch. Do it yourself steht noch drauf und das war eigentlich schon alles bei der Packung, außer das Logo von LNO. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal zusammen auf und schauen, was uns in der Verpackung erwartet. Die Verpackung war jetzt ein bisschen störrischer als gedacht, aber egal. Auf jeden Fall lächelt uns hier schon mal die Anleitung an. Und hier haben wir auch die Teile. Und wir haben auch schon einen Zuschauer, der sehr gespannt ist, was sich darin verbirgt. Und vor allen Dingen die Aufnahme sehr gut stört, aber ich würde sagen, du machst jetzt erstmal weg, ne? So, 2-3 Minuten. Und dann, wenn du mal bauen, kannst du mitmachen. Alles klar. Mach's gut. Die Steine schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Anleitung über. Wir haben hier mal wieder eine Anleitung, wie schon bei dem Yoda. Die erstmal einen relativ wertigen Eindruck macht. Ich hoffe mal, hier ist die Farbtreue besser als wie beim Yoda. Wenn wir uns das hier anschauen, finde ich die Anleitung für ein Micro-Bricks-Modell bzw. Diamond-Blocks-Modell relativ übersichtlich. Es ist keine klammergebundene Anleitung, sondern so typisch China-Anleitung zum Auffalten gemacht. Wir haben im Endeffekt 24 Bauschritte bis zum fertigen Daffy Daffy Vader. Wir haben wieder so eine Grundplatte dabei, wie genau auch beim Yoda. Ich finde die Grundplatten sehr schön, die kann man auch noch für andere Sachen nutzen, weil diese Figuren meistens sogar noch von alleine stehen und dementsprechend ist das doch schon mal schön. Da haben wir auch schon mal alle Teile liegen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schwarz. Also es ist ein schönes, sattes Schwarz. Das ist nicht so wie bei manchen Schwarztönen bei Diamond Blocks Modellen, dass die so eher graumäßig sind. Das ist wirklich ein schönes, sattes Schwarz und ich denke, damit wird sich's gut bauen lassen. Über die Teilequalität in sich reden wir dann auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt keine großartig verkratzten Teile, was mir so auf den ersten Blick auffällt. Ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen zu bauen und dann werde ich euch ja sicherlich Zwischenschritte zeigen und werde dann immer auf die Teilequalität eingehen, ob wir Fehlteile haben, ob wir irgendwie komplett kaputte Teile haben oder ob die Teilequalität wirklich sehr gut ist, wie schon bei den anderen Diamond Block Modellen. Und ich gehe natürlich auch darauf ein, wie die Klemmkraft ist, ob Spaß macht, ob es gut dosiert wurde. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Und hier ist es eigentlich genauso wie bei Yoda gewesen. Und zwar, dass ich eigentlich immer einzelne Teile baue, die erst ganz am Ende zusammengesetzt werden. Und deshalb gibt es jetzt keine Zwischenschritte an sich, sondern ich zeige euch die einzelnen Teile, die man baut. Ich sage euch, bis welchem Bauschritt welche Teile gehen. Und dann rede ich mit euch darüber, wie man es zusammensetzt. Beziehungsweise setzt es auch mit euch zusammen. Auf jeden Fall baut man bis Bauschritt 6 diesen Unterkörper hier. Das ist eigentlich ähnlich wie bei Yoda gehalten. Eben ein bisschen dünner, würde ich sagen, noch wie als bei Yoda. Aber dort war es genauso von der Machart der Unterkörper. Wir haben hier wieder die Drehgelenke und dann bauen wir eben in Bauschritt 7 auch die Arme und die Arme kann man hier eben dann wieder an die Drehgelenke ransetzen und das ist wieder sehr gut, also ich muss sagen, diese Gelenke, diese Kugelgelenke machen echt einen guten Eindruck, das hört man auch, wenn man das dann zusammensteckt hier. Ach, das ist sehr schön, also das ist straff, es lässt sich trotzdem sehr gut drehen, das ist eine sehr, sehr gute Teilequalität und man kann sich halt dann die Arme einstellen, wie man will. Ist im Endeffekt ein großer Vorteil. Vielleicht gefällt es einem ja nicht, wie die Figur dann das Lichtschwert hält. Man findet es zu starr. Dann macht es eben anders. Das ist cool. Dann baut man bis zu Bauschritt 13 die Robe. Und diese Robe von Darth Vader sind im Endeffekt nur wie aufgestapelte Bricks, die sich hier oben dann so ein bisschen verjüngen und hier dann eben rangemacht werden. Das können wir auch mal machen. Hier an den Oberkörper die Robe noch ran. Und wenn man dann die Robe rangemacht hat, dann sieht es eben so aus. Oder diesen Umhang, je nachdem, wie man es nennen möchte. Dann baut man auf jeden Fall den Kopf als nächstes. Den baut man bis Bauschritt 22 fertig. Und der sieht dann so aus. Der ist noch ein ganzes Stück massiver als der Unterkörper. Ich finde ihn sehr schön getroffen. Ich finde gerade diese schöne, eckige und kantige Optik passt sehr gut zu Darth Vader. Und ich finde auch dieses Mundstück hier unten ist für diesen Maßstab, in dem wir hier bauen und mit der Teileanzahl echt sehr gut gelöst. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal noch den Kopf auf den Unterkörper an. Und dann sieht der gute Darth Vader so aus. Dann kann man den natürlich noch auf seine Grundplatte hier stellen. Das machen wir auch mal noch. Stellen wir ihn hier einfach mal drauf. So.
Und dann hat man ihn so dastehen, ähnlich wie Yoda. Und das Letzte, was noch fehlt, was man eben dann noch gebaut hat in Bauschritt 23, ist das Lichtschwert. Und das können wir ihm ja mal in die Hand drücken. Und so sieht er dann am Ende aus, der gute Darth Vader, aus 305 Micro-Bricks-Teilen. Die Teilequalität ist wieder sehr gut gewesen, der Bau hat sehr Spaß gemacht. Ich finde, er sieht ordentlich aus, der passt sehr gut zum Yoda, ist im selben Maßstab gebaut, das kann man schön nebeneinander stellen. Man kann ihn auch noch ein bisschen verschönern, wenn man das möchte, oder wenn man sagt, das gefällt mir so nicht, weil wir haben wieder einiges an Ersatzteilen dabei. Die Teilequalität ist wieder so, ich weiß, ich sag's öfters, wie Mini-Lego quasi. Es ist wirklich sehr, sehr gut, da gibt's keine Probleme und das kann ich nur empfehlen. Und nochmal empfehlen kann ich euch natürlich so einen Darth Vader, wenn er mit Import, also mit Versand, als China-Import mit Originalverpackung, allem dabei, 2,50 Euro kostet. Da kann man dann nichts mehr falsch machen, würde ich sagen. Er sieht sehr, sehr gut aus für das Geld, was man bekommt. Die einzigen Probleme, die ich hatte, gab es eigentlich nur, wenn man dann die Robe hier ranmacht an den Körper, weil das ist sehr locker. Das ist hier einfach nur mit so einer kleinen Fliese gehalten. Und die haben meistens sehr viel Spiel. Das kennen Leute, die oft mit Diamond Blocks oder Micro Bricks bauen. Und da ist die wirklich sehr locker. Die sollte man nicht anfassen und spielen kann man damit erst recht nicht. Dann hat man noch ein paar kleine Probleme in der Anleitung. Das hängt aber weniger mit der Anleitung zusammen, sondern eher mit der Farbe, in der wir hier bauen. Wenn man natürlich so eine kleinschrittige Anleitung hat und dann in Schwarz baut, ist es nämlich manchmal sehr schwierig zu erkennen, was man nun jetzt hier ranbauen muss. Muss da jetzt ein Dreiecksteil hin oder doch ein anderes Teil und wie setzt es sich zusammen? Da muss man am besten mal zweimal hinschauen. Das ist ein Grundproblem bei Diamond Blocks in dieser Farbwahl, aber man kommt hin. Also man muss sich ein bisschen konzentrieren, aber das gefällt mir sowieso und dann kommt man hin. Und für das Geld und mit diesen wenigen Fehlern, die man hat, und ich meine, es ist eh eine Figur, die man sich hinstellt, dann ist die Robe halt ein bisschen locker, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine Kaufempfehlung dazu zu geben. Ich würde sagen, für jeden, der Star Wars mag, ist das ein Set, was man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man auch eben mit den Micro Bricks bzw. Diamond Blocks Spaß hat. Ich würde sagen, ich stelle mir das jetzt auf jeden Fall hier hin. Wenn ihr dieses Set auch besitzt, könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Krieg der Steine.